Meine Damen und Herren, es ist ja schon eine bittere Pille, wenn die Leute da und meine Parodien hören wollen. Aber bitte, was soll ich sagen, es ist zum Narrisch werden. Es ist, da sitzt man in seinem Lokal in aller Ruhe, aber möchte sein Viertelschlotz, aber denkt an nichts Böses, da steht am Nachbar sich so halbtagig auf und sagt, machen Sie den Strauß. Wobei ich dann immer mein Gesicht in Falten ziehe und sage, ich halte das für ganz und gar unerträglich, für welchen Blödsinn in unseren Hörsälen die Steuergelder verschleudert werden. Doch jetzt zurück zu unserem Thema Medien und Information, meine Damen und Herren. Sicher interessiert viele Menschen die Frage, über was unterhalten sich eigentlich zwei so gewichtige deutsche Vollblutpolitiker auf einem gemeinsamen, von der Presse und vom Fernsehen nicht beobachteten Waldspaziergang. Wir möchten Ihnen das einmal an einem Rollenspiel verdeutlichen. Ich selbst übernehme dabei die Rolle des Gewichtigeren. Was sagen wir denn, wenn wir zurückkommen? Ja, was will man sagen? Es war eine Wanderung, bei der die Sonne schien und es gelegentlich regnete. Aber das ist doch klar zwischen uns. Der Bundeskanzler bin ich. Franz Josef. Hast du gehört? Ich bin der Bundeskanzler. Wer Kanzler ist, steht ja schon in der Verfassung. Außerdem ist es beurkundet. Der Karl Carstens hat es ja damals bei der Überreichung ganz persönlich zu mir gesagt. Jetzt sind sie es wirklich. Also bin ich der Bundeskanzler. Pack das, unser Wander. Der Baum macht's aber auch nicht mehr lange. Warum gehe ich denn hier? Ich gehe doch, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Seine Nutzen zu mehren. So war dir Gott helfe. Da war doch noch was. Amen. Amen, Wald. Was sagt man denn nun der Presse? Da drüben sind sie schon. Rundfunk, Fernsehen, alle Kanäle. Sogar Ludwigshafen mit dem Kabelwagen. Apropos Ludwigshafen, wie geht's immer so zu Hause? Die Familienpolitik? Ja, ich habe das ja oft genug betont und wiederholt sehr aus gegebenem Anlass. Die Familienpolitik ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit im Dienste dieses unseres Landes. Sie versteht sich als eine Aufgabe, weil ihr gegenseitiges Verständnis, Pflichterfüllung und das Abwägen von Güterinteressen eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Also mit anderen Worten, es ist alles wohl auf. Es geht darum, im Gespräch zu bleiben. Was in der großen Politik gilt, das muss meines Erachtens auch im engsten Familienkreis eine Anwendung finden. Freundschaftlich, gutnachbarliche Beziehungen, getragen von kameradschaftlich verbundenem Füreinander, Dialogbereitschaft und dem Willen zur Gemeinsamkeit. Also wenn man dich so reden hört, ist geradezu ein gefundenes Fressen für die Presse. Wieso? Ich hab doch gar nichts gesagt.